Hallo Freunde und willkommen zurück zu Miasma Chronicles, wo wir in der letzten Folge zunächst das Hologramm bzw. den Datenträger zurück zum Mayor gebracht haben und dann noch eine Nebenquest geschafft haben, bzw. auch generell ein paar Nebenquests angenommen haben. Und wir sind wieder in der Gator Zone, denn hier ist die Miliz, die unsere Hilfe braucht. Bevor ich mit dir rede, ich sehe da noch was liegen für mich. Na. Ich glaube, in dem Teil, in dem Bereich der Gator Zone waren wir noch nicht, oder? Ist auf jeden Fall was, wo Dingens durchbrechen könnte. Was liegt denn hier noch? Boats. Back when it was safe to go in the water. Okay, hat jetzt das Miasma auch das Wasser vergiftet oder wie darf ich diesen Kommentar verstehen? Oh, eine Energiezelle. Ah, das ist doch nett. Ich meine, mittlerweile sind wir nicht mehr so. Also, mittlerweile haben wir noch andere Möglichkeiten, die Energie wieder aufzufüllen, aber trotzdem. Ich habe 6-Foot Frogs in front of me und 20-Foot Gators behind me. Why did I come out here? 6 Meter Alligatoren? Wie? Oder meint er halt so ein. Die Statuen und so? Miss Conway! You're not dating my daughter anymore, Elvis. Call me Joseph. We're here to help. Just tell us what to do. I was hoping you could tell us what to do. I'm not. I mean, the mayor sent us. Said you needed help fighting the frogs. This ain't fighting. They're just hunting our stupid asses, picking us off one by one. We can't even bury our dead. Frogs steal the bodies. And just when our scout says she found out how to win this war, she disappears. I'm sorry. We're good at killing these things, if that, keeps you going. Only thing keeps us going is the legend of a hero. A warrior who moves the miasma. Yeah, I've been trying to get to her. I just can't. The legend's about you, dummy. We heard all about your adventures out there. No, I'm not the... What the hell are we gonna do, hero? Lead us. You said your scout knew how to win the war. We'll find her. Bring her back. Thank you. When we lost contact, she was at the Spendthrift Ruins. They're at the end of the old town road. You'll need this key. Go quickly. What does she look like? You already know. The scout is my daughter, Baxter. Bring it back to me, Elvis. Das heißt, wir suchen unsere Ex. Ja, das ist ja. Frogs took Baxter. Damn, Elvis. See, you go way back. Way back. If we just got here earlier. You're here now. Time to rescue your princess. Yeah. Ja. Let's hurry. Ist ja gar kein Rezept für Desaster, wie sie so schön sagen. Zumindest im Englischen Recipe for Disaster, aber hey. We're in. Let's find your friend Baxter. Yep. Let's go. Was mich immer noch ein bisschen nervt, ist, dass halt unsere Maus immer in den Cutscenes mit drin ist. Das hat mich schon bei Dungeons aufgeregt. Warum machen die das? So. Who the hell cares? She shouldn't be out here alone. Okay? Watch your anger, Elvis. We'll find her. Mhm. Wenn noch ein paar Frösche finden, gehe ich stark von aus. Das ist was Blaues. Hallo? Eine Toilettenkarte. Eine Toilettenzugangskarte, auf der nach Benutzung zurück an den Fahrer geschrieben steht. Okay. Wo auch immer wir die einsetzen müssen. Na, da hinten ist aber auf jeden Fall auch eine Nebenquest. Wo ich gespannt bin, was das ist. Ob das noch einer von diesen Wächtern ist? Den bin ich mal gespannt, was es mit denen auf sich hat.
I don't believe it. Root, is it you? Miasma. Turning nature into nightmares for more than a century. You've seen these things before? Called whisperers. Watch out for the small ones. They'll hold you down so the big one can bash you. Das ist ja sehr nett. Okay, das sind Setzlinge. Was können die denn? Ja, kleine vierbeinige Jungtiere, die viel schneller sind als ausgewachsene Flüsterer, klammern sich gerne an ihr Ziel, bis die schwerfälligen ausgewachsenen Tiere nachkommen. Die können also uns verwurzeln. Das ist nicht cool. Melbas Aussage. Unten. Die Polizei bezahlt. Nochmal. Die Polizei befahl uns umzukehren. Sie sagte, sie will nicht, dass wir ihre Stadt plündern. Ich weiß nichts von Plündern. Ich wusste nur, dass der Sturm immer näher kam. In einem Sturm ist es egal, wer wir sind. Es hat sich angefühlt, als würde die Welt zusammenbrechen. Diese große Stabilität, für die sich die Politiker immer weiter auf die Schulter klopfen, die war gar nicht mehr so groß. Ich habe an dem Tag meinen Ehemann verloren. Ich bin mal gespannt, wo wir den ersten Teil finden. Und falls zwischendurch vorkommt, dass meine Maus, also dass die Kamera halt sehr überraschend umschwenkt, ich wundere, irgendwas stimmt momentan mit meiner Maus, bzw. meinem Mauskabel nicht, was mich ein bisschen irritiert. Ich eigentlich nichts geändert habe, aber gibt trotzdem Probleme. Ich finde das nicht gut, dass die großen, Alter, vier Rüstungspunkte. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die großen, also dass die Viecher generell sehr anfällig gegen Feuerschaden sind. Ach, stimmt, sie hat den wütenden Schuss, verdammt. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Naja. Weg dir. Dankeschön. Zweiter von den kleinen Setzlingen, aber halt auch wieder direkt bei einem großen. Diesmal sah es auch so aus. Okay, ich glaube, das mit den 6 Meter Alligatoren gerade auch wieder. Das Viech war definitiv riesig. Ich hoffe, es kommt nicht aus dem Wasser raus. Looks like family tech, right? Bingo. That's an old model. Relic from the war. Mama used to talk about that war. Sie scheint sich damit auch ganz gut auszukennen. So, da ist ein Setzling, zwei Setzlinge. Die Setzlinge sind halt echt nicht das Problem. Siehst du den überhaupt? Ja. Dir. Noch das Plastik einsammeln. Ach nee, das ist wieder mein Bildschirm, der da leuchtet, oder? Nee. Anweisung zur Evakuierung. Die alte Dorfstraße. Bei der Ankunft im Grey Wolf Depot oder Grey Wolf Depot wird jedem Bürger eine Evakuierungsnummer zugewiesen. Warte im entsprechenden Treffpunkt bis zur Einweisung durch KDP-Beamte. Sie werden dich zu Bussen auf der anderen Seite der Clays Ferry Brücke begleiten. Hinweis, wir können nicht garantieren, dass alle Familienmitglieder in denselben Gruppen sind. Keine Panik, wir werden dafür sorgen, dass alle nach der Evakuierung wieder zusammenkommen. Gepäck oder Haustiere sind nicht gestattet. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Grundsätzlich Haustiere zurückzulassen bei einer Evakuierung ist mit das Dümmste, was man machen kann. Prinzipiell nicht nur wegen emotionalem emotionaler Stütze, aber auch wegen emotionaler Stütze. Oh shit. Das war so nicht geplant, aber gut. Ich wollte eigentlich mich versteckt halten. Aber naja. Es hat funktioniert. Hier brauchen wir die Toilettenkarte. Gut, dass wir die eben schon gefunden haben. Glasflasche, genau, eine Gasflasche. Noch ein Alpha-Exo-Härter. Noch einen Rüstungspunkt.
Den würde ich, glaube ich, gerne Elvis geben. Weil Elvis potenziell eher ja nicht an der Front ist, aber halt eher in der Reichweite der Gegner. So, hätten sie noch zwei kleine und zwei große insgesamt hier. Das Problem ist, wenn ich den großen angreife, sind die anderen auch alarmiert. Würde ich gerne versuchen, zumindest noch mindestens einen von den kleinen auszuschalten. Mit dem Roboter sprechen wir danach, weil ich Angst habe, dass der die Typen, wie heißt's, dass der den Flüsterer da, na, wie heißt's, oh, ich kann heute nicht mehr reden, den Flüsterer aktiviert oder alarmiert, besser gesagt. Wonder where they evacuated to. Nowhere to go. Vielleicht gab es da früher noch ein bisschen mehr. So, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass die Flüsterer anfällig sind gegen Feuerschaden. 220 HP ist halt, und vor allem 4 Rüstungspunkte ist halt schon echt happig. Die kleinen, die sind sehr schnell ausgeschaltet. Ich glaube auch, dass die kleinen so stehen. Kommst du an den ran? Schade, er bemerkt es. Also er würde es nicht bemerken. Aber dann können wir mit einer Glasflasche den vielleicht so weit weglocken. Weil ich vergessen habe, mich in Deckung zu begeben, kann das sein? Oder weil, nee, weil Elvis nicht in Deckung steht. Na gut. Stille Tötung, aber der bekommt's mit. So, dann brauchen wir den rüstungsvernichtenden Schuss auf jeden Fall. Und das hat natürlich da hinten den Dings auch noch alarmiert. Das war leider zu erwarten. Ich gehe auch davon aus, dass die zu groß sind, jetzt, dass wir die mit einer Tackle ausschalten können. Ich hätte hier gerne eine Feuergranate. Also ja, sie nehmen mehr Schaden durch Feuer. Und natürlich können die auch noch Gegner beschwören. Aber gut, wie gesagt, solange es nur Setzlinge sind. Und das sind ja auch, denke ich, alles Nahkämpfer. Zumindest bisher. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir die mit Dix gekontert bekommen. Es wäre witzig, wenn ihr noch ein bisschen durchs Feuer rennen würdet, Jungs. Ach nee. Ich glaube. So. So, Madame darf erstmal nachladen. Und wobei, ja, das mit dem. Ja, dadurch, dass er jetzt. Also verwurzelt heißt nicht nur, wir können uns nicht bewegen im Sinne von laufen, sondern wir können halt gar nicht agieren. Das ist richtig Käse gerade. Dann würde ich den gerne erst ausschalten. Ich glaube, das ist In my sinnvoll. sights. Feel bad for you. Dann kann nämlich auch Dix wieder agieren.
So, gegen Nahkämpfer ist es eh vollkommen irrelevant, ob wir Deckung haben oder nicht. Aber ich wollte halt die erhöhte Crit-Chance haben. Sehr schön. Da ist auch ein kritischer Töten dabei, das heißt, er kann die beiden ausschalten. Er hat sogar nochmal mindestens einen von denen mit einem Crit gekillt. Er hat beide mit einem Crit gekillt und dadurch zwei Aktionspunkte zurückbekommen. Das ist natürlich geil. So. Sehr schön. Ja, ich würde das einfach so machen. Dann ist Dix nämlich geschützt. Ich hoffe sehr, dass die übrigens einen Cooldown auf dem erscheinen lassen haben, weil sonst wird es unangenehm. Tschüss, kleiner Setzling. Und der Flüsterer kriegt zumindest immer noch Schaden. Oh, der kriegt sogar Doppelschaden durch Feuer. Oh, der hat auch so einen Move wie Elvis, mit dem, dass wir den, also dass er Gegner hin und her werfen kann. So, wir gehen von dem Typen, also von dem da hinten weg. Sehr schön. Jade darf einmal nachladen, hat aber keine Reichweite. Sie hat logisch Reichweite, aber nicht genug, um den anzugreifen. So, und Elvis auch nicht. Zumindest nicht auf der Waffe. Auf dem Scharfschützengewehr geht's. Aber ich würde gerne erstmal die Waffe nachladen. Und ich finde es immer noch irritierend, dass Waffe wechseln auf R und Nachladen auf der 3 ist. So. Schießen einfach. Weil ob ich auf den schieße oder ob ich den Overwatch auf ihn aktiviere, das macht keinen Unterschied. Und hab ich ihn. Hab ich ihn nicht getroffen? Ach nee. Die Rüstung verhindert einfach, dass der überhaupt Schaden genommen hat. So. Ja, mit der taktischen Disk, das bringt alles leider gerade nichts. Okay. Ja, Jade geht doch mal bitte von dem weg. Und dann ein Plasmaschuss. Gut. Elvis, ja, ich muss halt auf den rüstungsvernichtenden Schuss warten. Ich brauche weniger Cooldown auf dieser Fähigkeit, das wäre so gut. Bringt es was, den zu tackeln? Ich meine, wir werden es ausprobieren, ne? Okay, witzig. Dass der immun gegen Rückstoß ist, ist halt einfach Dix nach hinten geflogen. Das ist schon witzig. Muss ich ihm lassen. Okay. 3 Runden waren es jetzt, glaube ich, ne? Oder? Ne, 2 glaube ich sogar nur. Okay, das. Damit kann ich gerade ganz gut leben. So, Madame. Nicht Waffe wechseln, nachladen. So. Den Setzling schießen. Sehr gut. Ich mag Crit-Kills. Dann. Ja. X. Mal mit dem Rüstungsschuss. Ja, vielleicht killt sie ihn halt. Yes. Und dann mit dem wütenden Schuss schalten wir den raus.
Endeffekt. Also ja, wir haben Schaden genommen, aber das ging jetzt doch glimpflicher aus, als ich gedacht habe. Setzlingseher wird geworfen, um einen Setzling erscheinen zu lassen. Der Setzling greift das nächstgelegene Ziel an. Das heißt, er könnte auch auf uns gehen. Kann es damit schnell Keimmitteln und einem Setzlingsamen. Er schafft sofort einen Flüsterer-Setzling, wenn er gegen eine harte Oberfläche geworfen wird. Interessant. Um es mal halbwegs harmlos auszudrücken. Und noch einer. Also ich hatte hier doch, genau, ich hatte hier was Oranges gesehen. Ah, da ist mehr was außer Nummer 1. Sie haben uns gesagt, wir sollen die Brücke überqueren, die Clays-Ferris-Brücke. Es warten Busse auf der anderen Seite auf euch, haben sie gesagt. Also sind etwa 100 Leute von uns losgelaufen, anderthalb Meilen bis zur Brücke. Leute in Rollstühlen, Babys in Kinderwagen, Touristen mit ihren Koffern. Wir betraten alle die Brücke und dann fing die Polizei an, auf uns zu schießen. Okay. Das ist heavy. So, Elvis. Das ist dein Metier. This guy's ancient. Let me see if I can jack in. Evacuate the area. State your purpose. Sir, I'm gonna need you to keep moving. It's not safe here. State your purpose. With all due respect, sir, if you do not proceed to the BSL Center, I will use force. History accessed. What was your last objective? Evacuating the citizens of Boone County. Getting them to the biosafety centers. What was wrong with Boone County? A total collapse of the Great Stability. Electrical storms, floods, mass casualties. What's the Great Stability? I know you're scared, but I need you to keep moving, okay? Keep moving! Von dem der wohl hergestellt wurde. Edison History 6643. In a desperate attempt to regain order, the US government tried to take control of Edison. To correct the error, Edison assumed control of the United States and Canada. Das ist rest easy, friend. Immer gut, weil Unternehmen auch so gut darin sind, Unterscheidungen Entscheidungen zu treffen, wie ein Staat sie treffen muss. Okay, was haben wir denn hier? Eine Mondblume. Okay, Missionsgegenstand. Die alte Dorfstraße. Eine mysteriöse und wunderschöne Blume mit einem leichten Geruch nach verrottendem Fleisch. Wie das nur kommt. Okay. Alter Wesenseiten. Flüsterer. Oh. Ach, da hinten. Jo. 340 HP. Warum auch nicht, ne? Ah, empfohlenes Level 12. Holy shit. Ja, da möchte ich gerade vielleicht nicht gegen kämpfen. Entsprechend möchte ich nicht in die Nähe kommen. Entsprechend möchte ich bitte einfach weitergehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Selbst mit einem Crit von unserer Eiswaffe wäre halt selbst die der wütende Setzling da, die werden ja nicht ausgeschaltet, also. Das ist nicht gut. Selbst mit einem Crit, ich nenne sie jetzt mal einfach Mobs, also die wirklich einfachsten Gegner nicht ausgeschaltet bekommen. Oh, was ist denn hier? Können wir nicht Dix nehmen? Kann sich da bestimmt einfach seinen Arm reinstecken. Okay, wir müssen an dem Ding sogar vorbei.
Ja, ich weiß, schwierige Gegner Level 12, aber ich muss halt dran vorbei, um zum jetzt zu kommen. Also lasst mich halt vorbeigehen. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts, okay? Halten wir es so. Finde ich gut. Sollten wir uns aber merken, dass wir so in 2, 3, 4, 5 Leveln zurückkommen. Ja, 3 sollten reichen, aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Miasma is mutating, creating a new landscape. Why now? I feel something's making it angry. Ja, war das nicht auch das, was Mari, ich glaube, in ihrem Tagebuch geschrieben hatte, von wegen, dass wir es erstmal besänftigen müssen? Holy shit, collectors? Who the hell are they collecting? Na, wen wohl? Us. Darf ich dein Gewehr haben? Und deine Waffe auch. Ich nehme alle eure Waffen, bitte. Die sehen sehr cool aus, muss man nennen lassen. Remember that hologram I told you not to turn on? Oh, ich weiß gar nicht, was du meinen könntest. Die Bewaffnung, vor allem eine Waffe. No one's ever survived a fight with these guys. Forget fighting, man. We sneak past them. Ja, zum Teil. Ich will diese Waffe haben. Keep out of their eyelines. Don't you tell me how to sneak, girl. I'm the best sneaker here. I'm the best sneaker here. Gegner sind in Trupps eingeteilt, von denen jeder über sein eigenes Symbol. Ah, das sind die Symbole. Ich hatte mich schon gefragt, was die Symbole neben den Namen sind. Wenn ein Truppmitglied in den Kampf eintritt, treten alle anderen Mitglieder des Trupps ebenfalls in den Kampf ein. Ja, das macht Sinn. Okay. Level 15. Okay, nein. Versuchen wir es vielleicht nicht. Okay, wenn wir eine Bootshauskarte hätten, könnten wir hier rein. Das ist jetzt schlecht, ich müsste da hinten hin. Gehen Sie bitte woanders lang. Das Problem ist halt da hinten der Typ, ne? Und der da oben. Das ist ja nicht nett. Ah, warte mal. Ich kann aber hier lang gehen. Das geht. Ja, da stehen schon die nächsten. Natürlich. Medipod, den nehme ich mit. Im Haus kann ich auch nicht durch. Das hier könnte halt Dix einreißen, aber das ist doch laut wie blöde. Das mal eben kurz yep, wird gehört. Okay, zumindest warnt das Spiel uns vor. Glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss hier echt mittendurch, ne? So. Okay, oder auch nicht. Na klar, ich habe eine Glasflasche, die könnte ich nutzen, um irgendeinen Gegner abzulenken.
Aber vielleicht krieg ich die ja auch nicht einzeln weggesniped. Ich glaube, ich habe einfach nur ein scheiß Timing gehabt eben. Kann das sein? Wobei, nee. Das kann eigentlich nicht sein. Gerade überlegt, ob ich nicht doch hätte da hinten lang gehen können, aber spätestens wenn ich dann unter dem Turm lang muss, sieht mich der da hinten, ja. Also das kann es eigentlich halt nicht sein. Die habe ich halt nicht, die Karte. Ich kann auch nicht irgendwie aufs Dach drauf oder so. Upp. Ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel sagt, komm, ne, also jetzt die Hauptmission, ja, 4 bis 6. Wie kommen wir denn? Wenn ich jetzt hier hingehen würde. Also der auf dem Turm ist definitiv im Weg. Der Sprecher da auch, aber ein Terminal, vielleicht kann ich damit was machen. Wo? Der Vorteil ist halt, dass die meine Dingens ignorieren, ne? Ich kann mit dem Terminal aber auch scheinbar nicht interagieren. Wahrscheinlich würde auch das gehört werden. Nee? Der Bereich hier, also ich kann es leider halt gerade nicht mit der Maus zeigen, beziehungsweise ich könnte, hier, der Bereich hier, der ist durch den da oben gedeckt, was ich sehr frech finde. So, die bewachen halt die Waffe, das ist aber auch nicht, da ist kein Durchgang. Over here. Stehe gerade echt, glaube ich, auf dem Schlauch. Ich nicht sehe, wie ich da ungesehen hinten hinkommen soll. Und dadurch, dass das da hinten die Hauptmission ist, die für Level 4 bis 6 ausgelegt ist, kann es auch nicht sein, dass wir uns mit dem gesamten Trupp hier anlegen sollen. Und wie gesagt, wir haben nur, also wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Glasflasche, vielleicht zwei. So, komm mal bitte eben kurz hier rein. Ich schleiche mal ein bisschen hinter dem Truppler her, der jetzt gerade hier bei uns vorbeiläuft. Vielleicht hilft das. Der andere Truppler guckt natürlich genau in dem Moment hier hin. Weil das sind die Bereiche, die dann abdecken.
Oben, ne? Der macht alles kaputt. Das war zu erwarten. Okay, nee, das gewinnen wir nicht. Nope, 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 nope. Okay, dann bin ich hier halt echt mal stark irritiert. Ich gehe noch mal kurz oben gucken. Nicht, dass ich da irgendwie einen Weg übersehen habe, den ich hätte gehen können. Außerdem auch das Ding zeigt uns ja klar, wir müssen da hinten lang. Wie? Also, in unseren Rucksack, wir haben eine Glasflasche. Ich meine, ich könnte es mit den Setzlingen. Die Frage ist halt, ob die Setzlingseher einen Kampf auslösen. Im Sinne von, dass die uns in den Kampf verwickeln. Das können wir auch mal eben ausprobieren. Speichern mal eben fix nochmal. Auch wenn es nicht viel ändert, aber hey. Ich vielleicht so der Setzling sehr nicht den mal da hin. I belong right here. Achso, weil Elvis, weil der schon wieder nicht. Okay, vielleicht, wenn alle in Deckung sind. Ja, wobei, nee, das triggert so oder so halt nur einen Kampf. So. Das war knapp. Knapp, als mir lieb ist. So, jetzt versuchen wir das nochmal. This'll raise your spirits. No one's moving me. I'll be right here. Ah, der Setzling zählt als einer von unseren, nur halt, wir steuern ihn nicht. Oh. Die machen halt einfach 90 Schaden, aber ja, die sind immer noch aktiv, also. Vor allem, das ist ja ein Riesentrupp, ne? Also der da hinten ist ja. Vielleicht muss ich doch wirklich zu diesem Terminal. Okay, die können ihren Leuten Schilde verpassen. Ja, nee. Vielleicht muss ich doch irgendwie das Terminal deaktivieren. Dann versuchen wir das halt doch nochmal. Was natürlich auch funktionieren könnte, aber das fällt wahrscheinlich auch eher auf. Ja, kurz Elvis hier parken, Dix hier parken. Und dann warte ich, bis der Truppler links, genau, dass der jetzt wieder komplett rüber geht. Jetzt steht hier noch nicht mal mehr, dass es ein Terminal ist.
Aber es liegt daran, weil ihr hier hinten steht. Das kann natürlich sein. Jetzt steht hier auch nichts mehr vom Terminal. Okay. Jetzt bin ich definitiv. Ja, eigentlich. Ich sehe keine Möglichkeit, an denen irgendwie vorbeizuschleichen. Und den Kampf können wir nicht gewinnen. Ich meine, die machen 90 Schaden, wenn sie uns treffen. Selbst mit unseren Rüstungspunkten halten wir halt keine zwei Schüsse aus. Wir brauchen halt wahrscheinlich die Karte, aber wo ist die? Das könnte ich mir halt höchstens vorstellen. Wo könnte die Karte sein? Habe ich die hier oben vielleicht irgendwo liegen? Das sieht nicht danach aus. Und hier geht es dann halt wieder nur zurück. Also ich meine, ich könnte mich jetzt hochgrinden, aber A verbessert das nicht unsere Dingens, unsere Ausrüstung. Und B, ja, was sollen wir machen? Ich werde mal zwischen den Folgen ein bisschen rumprobieren. Würde sagen, dann machen wir heute vor dieser Wand erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, gerne in die Kommentare. Auch wenn ich es für die nächste Folge nicht nutzen kann. Aber hey, Interaktion und so. Ich hoffe erneut, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann.